Hallo zusammen, ich möchte mit diesem Tutorial die Darstellungseigenschaften von Cinema 4D erläutern. Das bedeutet im Detail, wir sehen hier in der Preview bereits die Schattendarstellung, können uns also einen Eindruck schon in der Vorschau geben lassen, wie das Verhältnis aus Schattendarstellung und Objektgeometrie zueinander ist. Wir sehen weiterhin, dass ich hier ein optimiertes Lichtsetting eingerichtet habe, was es ermöglicht, das Licht um das Objekt sehr, sehr schnell herum zu bewegen und Entscheidungen zu treffen, wie man die Blattaufteilung hinsichtlich Objektgeometrie und Schattenwurf für sich am besten einrichten kann. Und ich werde als dritten Baustein die Render-Optionen des Sketch and Toons, schauen wir uns das mal lieber in der Perspektive an. Das bedeutet Liniendarstellungen, flächige, farbige Darstellungen von Objekten oder Umgebungen. Oder hier die Integration des Schattens bei gleichzeitigem Sketch and Toon Rendering. Das werde ich erläutern und die Gesamtthematik Sketch and Toon aufschlüsseln. Das sind die drei Bausteine dieses Tutorials. Fangen wir an mit einem Basisdokument. Ich habe jetzt hier mal diesen Pavillon als Ausgangspunkt genommen und wir sehen, wenn wir den modelliert haben, das ist die Standard-Arbeitsumgebung. Was ich sehr gerne mache, um die ja, Sichtbarkeit von Objekten in Cinema 4D mir besser anzeigen zu lassen, ist einerseits das Grundraster mache ich ganz gerne aus. Das ist nicht für alle Aufgaben sinnvoll, aber manchmal stört es einfach. Das kann man hier unter den Filter-Eigenschaften in den Darstellungsoptionen oder in dem Menü hier handeln. Da gibt es das Weltraster und andere Optionen, die man ein- oder ausschalten kann. Ich halte das für so am sinnvollsten. Dann ist es für das Modellieren als auch für die allgemeine Anzeige durchaus sinnvoll zu überlegen, ob man mit einer schattierten Plus-Linienanzeige arbeitet. Das heißt, man sieht in dem Fall immer schon die Unterteilung der Geometrie. In meinem Fall sieht man hier, dass es sich um eine äußerst ja, saubere Geometrie handelt. Ich habe also die Teilflächen, die durch das Modellieren hier entstanden sind, zu Gesamtflächen, also sogenannten N-Gones. N-Gone bedeutet immer, wenn es mehr als vier Ecken hat, das Polygon, dann spricht man von einem N-Gone. Diese sind entstanden, weil ich die Teilflächen, die durch das Modellieren entstanden sind, wie hier diese Stütze, war ja eine extrudierte Fläche oder ist durch Extrusion entstanden. Und diese Teilflächen habe ich zum Schluss verschmolzen, sodass wir hier Gesamtflächen enthalten. Man sieht, wenn man sich die N-Gone-Unterteilung anzeigen lässt, kann man diese Linien, die einfach weggerechnet werden oder nicht angezeigt werden, die aber natürlich da sind, weil das Programm kann maximal Polygone mit vier Punkten verwalten und fügt letztendlich für N-Gones diese nur zusammen, zeigt diese Linien aber nicht an. Das ist das Geheimnis sozusagen hinter diesen sogenannten N-Gones. Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, sich für manche Modellierungsaufgaben einfach die Darstellung
Shading mit Linien anzeigen zu lassen. Gehen wir mal einen Schritt weiter zu dem Thema Rendern. Da wissen wir ja, dass das Standard-Rendering eine virtuelle Lichtquelle benutzt, die man hier unter Darstellung, Entschuldigung, Optionen, Standardlicht, die man hier für sein Modeling unter Umständen anpassen kann. Das heißt, ich drehe hier an dieser Kugel und verändere damit die Lichtrichtung der virtuellen Lichtquelle. Zur Vervollständigung der Informationen, was diese virtuelle Lichtquelle angeht, möchte ich darauf hinweisen, dass man unter den Rendereinstellungen Optionen diese Lichtautomatik ausschalten kann. Wenn man dieses Häkchen entfernt und rendert, wird tatsächlich nur geschaut, gibt es in der Szene Lichtquellen oder lichtabstrahlende Objekte. Diese sind natürlich dann nur mit anderen Renderverfahren, nämlich dem sogenannten GI-Rendering, sichtbar. Aber hier würde, sofern keine leuchtenden Materialien und Lichtquellen vorhanden sind, wird eben auch nichts mehr angezeigt, wenn diese Lichtautomatik aus ist. Sobald eine Lichtquelle vorhanden ist, ich kann das auch nochmal zeigen, Lichtautomatik nochmal aus, sobald eine Lichtquelle vorhanden ist, ist diese Lichtautomatik, auch wenn sie an ist, unwirksam, dann wird tatsächlich nur diese vorhandene Lichtquelle für die Darstellung herangezogen. Ja. Schmeiße ich die Lichtquelle weg, dann wird wieder die virtuelle Lichtquelle benutzt. So. Okay. Die weiteren Bausteine, auf die ich jetzt eingehen möchte, ist das Thema, wie optimiert man jetzt den Schattenwurf? Dazu erzeugen wir uns erstmal eine Grundebene. Die kann ich einstellen in entsprechender Größe. Ich kann sie natürlich auch noch größer machen. So. Und sinnvoll ist, die Unterteilung zu reduzieren. Ich brauche die ja in dem Fall nicht. Die nächste Frage ist, wie kommt jetzt Schatten hier rein? Wir haben schon gesehen, dass wir eine Lichtquelle erzeugt haben und wir sind natürlich erstmal geneigt, sofern wir es sich hier um eine Art im Außenraum stehendes Objekt handelt, sind wir natürlich geneigt, erstmal eine Sonnenlichtquelle zu setzen. Die wird immer nach der Uhrzeit der aktuellen, also man sieht jetzt also, dass es früh am Morgen ist, demzufolge keine Sonne scheint und dadurch auch mein Rendering schwarz wäre. Das heißt, immer zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Lichtquelle als Sonne generiere, werden diese Einstellungen erstmal übernommen. Um das zu ändern, bedarf es, da ich die Lichtquelle nicht bewegen kann, ja, ich kann sie hier versuchen anzufassen, es funktioniert aber nicht, ich kann sie nicht verschieben. Sie ist tatsächlich, die Sonne, das Sonnenobjekt ist tatsächlich über Datum und Uhrzeit kodiert. Das bedeutet, ich muss jetzt hier die Uhrzeit oder auch das Datum ändern, weil natürlich im Winter durchaus am Nachmittag schon wieder die Sonne, am frühen Nachmittag schon wieder am Untergehen ist und ich demzufolge hier schon 14.25 Uhr sehr lange Schatten habe. Das heißt, der ganze Prozess, um jetzt hier einen Schatten zu optimieren, ist meiner Ansicht nach sehr mühsam. Denn das ständige Ändern von Datum, Uhrzeit,
ist für das, was wir hier wollen, eher praxisuntauglich. Ja, das ist sinnvoll, gerade auch in Kombination, wenn man hier den physikalischen Himmel verwendet. Da funktioniert das genauso. Die Sonne wird über Zeit und Position, wird sie auch über die Uhrzeit oder in Zeit und Position kann man auch die Uhrzeit definieren. Auch diese Sonne beim physikalischen Himmel ist nicht verschiebbar. Ja, also an sich kann ich die nur darüber bestimmen. Also beide Optionen, die wir im Programm finden, die irgendwas mit Sonne zu tun haben, das ist also einmal physikalischer Himmel, auf den werde ich später noch umfassend eingehen, und die andere Möglichkeit der Sonnenlichtquelle sind beide über Datum Uhrzeit kodiert und sind meiner Ansicht nach für diese Art von, ja, Schattenwurf, um ihn für das Schaubild, für die Darstellung zu optimieren, sind eher etwas sperrig. Deswegen schlage ich einen anderen Weg vor. Wir erzeugen uns selber eine Sonne. Was ist die Sonne? Die Sonne ist eine Lichtquelle, die wir als parallel oder mit parallel abstrahlendem Licht ansehen können. Das bedeutet, wir könnten jetzt hier eine unendliche Lichtquelle nehmen. Ich möchte aber die erst im zweiten Schritt einrichten, denn hier haben wir einen Lichtquellentyp, der heißt Ziellichtquelle. Und der, wenn wir ihn aufrufen, kompensiert uns jetzt genau das Problem, das wir mit der Sonne hatten, nämlich, dass ich mit dieser Ziellichtquelle in der Lage bin, mein Licht zu drehen. Ich mache das jetzt hier mal auch parallel im Grundriss, so. Und gleichzeitig einen Fokuspunkt zu haben, nämlich in dem Fall unseren Pavillon. Dass das Licht jetzt hier noch nicht optimal eingestellt ist, ist ja nicht das Problem. Aber erstmal löst uns diese Lichtquelle mit diesem Tag, das da heißt, ausrichten. Und dieses verweist auf ein Zielobjekt. Nämlich, was das ist hier mitgekommen, ist ein Nullobjekt, Lichtziel. Und auch das kann ich natürlich hin und her bewegen, so wie die Lichtquelle auch. In dem Fall bleibt die Lichtquelle an Ort und Stelle, wird aber geschwenkt. So. Müssen wir also im nächsten Schritt nur die Lichtquelle konfigurieren, dass sie unserem Sonnenlicht entspricht. Das ist recht einfach. Wir klicken auf die Lichtquelle, stellen von diesem Spotlicht, der ja eher, ja, Bühnenbild, Innenraum zum Aufhellen bestimmter Bereiche oder bestimmter Stücke, die durchs Licht herausgestellt werden sollen. Dafür eignet sich das Spotlicht. Wir haben gesagt, unendliches Licht ist der Sonne am nächsten kommend. Und der zweite Aspekt ist, wir müssen den Schatten für die Lichtquelle definieren. Der am realistischsten aussehende Schatten ist der sogenannte Flächenschatten. Stellt sich natürlich die Frage, warum sehe ich den hier nicht? Der Standard von Cinema ist der, dass die Schatten erst beim Rendern erzeugt werden. Das ist jetzt für unseren kleinen Pavillon und unser Vorhaben, den Lichteinfall im Kontext des Objektes zu optimieren, ist es auch wieder eher weniger sinnvoll. Deswegen gibt es natürlich die Möglichkeit, wie wir das eingangs gesehen haben, diesen Lichtverlauf, diesen Schattenwurf sich anzeigen zu lassen. Und zwar unter den Optionen schaltet man zunächst das erweiterte OpenGL ein, sofern diese Option nicht aktiviert ist. Also OpenGL muss an sein. Dann sehen wir, dass
von den Optionen wie Schatten, Transparenz, Reflexion noch keine dazugeschaltet sind. Ja? Das heißt, hier muss auch erst der Schatten angeschaltet sein. Was wir jetzt bekommen, ist eine Preview des Schattenverlaufs. Die ist natürlich relativ grob, dafür funktioniert sie in Echtzeit. Um jetzt nochmal den, das ist etwas klein, ich gehe mal zurück, um jetzt nochmal zu erläutern, was eigentlich dieser Flächenschatten ist. Schauen wir uns jetzt mal das gerenderte Bild an. Und was wir beim Flächenschatten feststellen, ist, dass mit zunehmendem Schattenverlauf die Streuung des Lichts, so wie das bei einer Lichtquelle immer der Fall ist, dass diese Streuung mitberechnet wird. Diese Streuung gibt es nicht beim harten Schatten, wie der Name schon sagt. Ja, dann wird also die Schattenkante bis an die letzte Spitze, die hier gar nicht sichtbar ist, wird mit einer harten Kante dargestellt. Das kann für so eine Abstraktion, gerade wenn man mit Isometrien oder Axonometrien arbeitet, kann für so eine Abstraktionsdarstellung durchaus die sinnvollere Wahl sein. Es kann aber auch sein, dass man mit, gerade bei Perspektiven, mit der Flächenschattenoption besser fährt, da sie das realistischere Bild ist und eine Perspektive ja auch die Simulation des Betrachterblicks ist. Okay, neben der Darstellung der harten Schattenkanten gibt es noch weiche Schattenkanten, auf die möchte ich aber hier nicht eingehen, weil die für unsere Zwecke bei diesem Darstellungsvorhaben vollkommen unbrauchbar ist. Als nächstes möchte ich das sogenannte Sketch-and-Tune-Rendering erläutern. Sketch-and-Tune rufen wir auf über die Rendereinstellungen. Hier kann man unter Effekte Sketch and Tune seinen Darstellungsoptionen dazuschalten. Habe ich es angewählt, erscheint es hier in der Liste, ist gleichzeitig aktiv und es ist ein sogenanntes Sketch-Material automatisch dazugekommen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Rendern. Schon passiert. Gerendert wurde jetzt meine Darstellung der Geometrie mit Kanten. Und hier sehen wir so eine seltsame Verteilung von Grautönen, die wir uns mal genauer angucken müssen. Ich zoome dazu mal ein Stückchen aus. So, vielleicht nochmal aus der Perspektive. Hier ist dieser Verlauf jetzt, diese Unterteilung nicht zu sehen. Um das wieder aufzurufen und zu erläutern, werde ich jetzt noch eine Kugel erzeugen. Schiebe ich mal zur Seite. So, hier ist der Effekt wieder vorhanden. Im Standard, wenn ich Sketch and Tune anwähle, wird mein Hintergrund, das heißt dort, wo keine Geometrie mehr vorhanden ist, also eigentlich der Himmel jenseits des Horizontes, wir haben hier noch eine Grundebene, die endet hier und alles, was dahinter liegt, wird weiß dargestellt.
Farbe, die hier als Option voreingestellt ist, kann ich natürlich verändern, aber weiß als Farbe ist die Grundeinstellung. Alle Objekte, das heißt alles, was aus Geometrie besteht, werden geshaded dargestellt, und zwar hier in einem sogenannten Quantisierungsmodus oder Quantisierungsmodell. Das bedeutet, dass die Lichtverteilung, die ja sonst auf der Kugel weich erfolgen würde, jetzt in Unterteilungsschritten erfolgt, sodass wir die Krümmung der Kugel nicht mehr über die schattierte Oberfläche wahrnehmen, sondern im Prinzip nur noch als gestaffelte Grauwerte. Wir sehen hier 3. Dieses Quantisieren kann ich auch ausstellen, indem ich auch eine Farbe anwähle. Standardmäßig springt das hier auch ins Weiß. Und wenn ich die Option ausgewählt habe, sind wir schon an dem Punkt, wo wir jetzt schwarze Linien auf weißem Grund sehen. Jetzt haben wir uns ja solche Mühe gegeben, eine Lichtquelle zu erzeugen, die einen Schatten produziert. Wie kommt der jetzt da wieder drauf? Stellen wir als nächstes doch mal unsere Objektdarstellung des Sketch and Toons auf die Option aus. Rendern das Bild und betrachten das Ergebnis. Wieder dargestellt werden unsere Körperkanten als gerenderte Linien. Der Schatten wird dargestellt und das auch in gleichmäßigem Shading auf runden Objekten. Also im Prinzip dazugekommen zu dem ganz normalen Raytrace-Rendering ist der weiße Hintergrund, ja, die Option Hintergrund, Farbe, weiß und die Linien, die das Sketch and Toon in den Standardeinstellungen charakterisieren. Jetzt möchte ich ja aber meine Oberfläche weiß haben. Und offensichtlich kann ich das mit den Optionen, die mir hier angeboten werden, so nicht bekommen. Ich kann ja nochmal den Hintergrund ausprobieren. Ja, da haben wir dieselbe Situation wie bei Farbe auswählen. Farbe Ansicht ist dann auch nur noch eine Facette davon. So. Auch hier kommen wir nicht zum Ziel und Textur können wir uns auch schenken. Wir kommen mit dem Shading oder allen Optionen, die uns hier angeboten werden, nicht wirklich zum Ziel, Schatten und Liniendarstellung zusammenzubringen. Es geht lediglich, dass man sagt, ich mache es aus und muss mir also irgendwie die weiße Oberfläche der Objekte anders erzeugen. Dazu erzeugen wir uns ein Standardmaterial. Öffnen das und setzen den Farbwert, der hier auf 80% Helligkeit nur gestellt ist. Also die Helligkeit ist natürlich 100%, aber wir haben hier in dem Schwarzverlauf 80% stehen. Das schieben wir ganz auf 100%. Erhalten jetzt hier also ein reines Weiß und weisen das unseren Objekten zu. Nehmen also das Material, ziehe es auf die Kugel mit gedrückter Control-Taste kann ich mir das dann gleich duplizieren und den anderen Objekten ebenfalls zuweisen. Im Rendering sieht man jetzt, die Oberflächen
sind heller, aber nicht weiß. Lediglich dieser Teil der Kugel scheint ganz weiß zu sein. Was steckt da dahinter? Gehen wir nochmal von der Ausgangssituation aus. Wir haben Geometrie, wir haben ein weißes Material auf dieser Geometrie und wir haben eine Lichtquelle mit 100%, die irgendwo im Raum auf diese Geometrie herunterscheint. Sobald der Winkel der eintreffenden Lichtstrahlen anders ist als 90 Grad, wird die Oberfläche grau dargestellt. Das ist die Gesetzmäßigkeit dahinter. Das können wir ganz leicht simulieren, indem wir mal das Licht senkrecht von oben oder nahezu senkrecht von oben kommen lassen. Ich habe die also jetzt hier drüber geschoben, man sieht es schon in der Preview. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Boden, diese Dachfläche definitiv weiß sind, ja, auch bei der Kugel, die Spitze erscheint weiß und alles, was im Winkel jenseits der 90 Grad des eintreffenden Lichts zu finden ist, selbst diese leicht geneigte Fläche erhält dann schon ein Grau. Das heißt, mit einem hundertprozentigen Licht auf weißen Oberflächen kommen wir noch nicht ganz zum Ziel, aber wir sind auf dem Weg. Machen wir doch mal Folgendes. Wir erzeugen uns zu dem vorhandenen Licht eine Umgebung. Die bringt zwei Optionen oder drei Optionen mit. Ich kann da einen Nebel aktivieren, brauchen wir nicht. Die Umgebungsfarbe definieren, brauchen wir hier auch nicht. Und eine Grundhelligkeit, die in die Szene eingerechnet wird. Ich trage also hier mal 50% fürs Erste ein und erhalte das Ergebnis. Zu sehen ist, dass ein Großteil der Flächen jetzt wesentlich heller dargestellt wird. Das heißt, der Eigenschatten als auch der Schlagschatten sind aufgehellt. Aber das Hauptproblem, dass im Prinzip Flächen, auf die Licht nur in einem sehr, sehr spitzen Winkel trifft, ebenfalls weiß sind, ist damit noch nicht gelöst. Hier müssen wir also noch einen zweiten Lösungsschritt anwenden. Die Helligkeit so weit hochdrehen, dass auch diese Flächen weiß werden, führt dann dazu, dass wir im Prinzip überhaupt keinen Schatten mehr sehen. So kommen wir nicht zum Ziel. Probieren wir noch an unserer Lichtquelle Änderungen vorzunehmen. Und zwar ist die Intensität auf 100% gesetzt hier. Also mehr als reines Weiß kann sie nicht. Aber wir können die Intensität erhöhen. Eine Lichtquelle kann natürlich mehr als 100% strahlen. Ich trage jetzt hier mal 200 ein und rendere die Szene nochmal. Und siehe da, dieses gleißende Licht, was jetzt die Lichtquelle charakterisiert, strahlt jetzt die Bereiche weiß aus, die vorher dieses leichte Grau hatten. Also eine wirklich deutlich hellere Lichtquelle in Ergänzung zu unserem Umgebungsobjekt löst unser Problem, dass wir weiße Oberflächen bis auf die Seiten des Eigenschattens haben wollten und einen weißen Untergrund natürlich sowieso. Ich fasse nochmal zusammen. Um Sketch and Toon so zu konfigurieren, dass man Schatten und schwarze Linien und weiße Oberflächen erhält,
wendet man also eine Kombination aus einem Umgebungsobjekt. Ich habe hier 50% als Grundhelligkeit dazugegeben, als auch eine erhöhte Intensität in der Lichtquelle an. Also die zwei Bausteine, höhere Intensität, Umgebungsobjekt in Kombination, führt zum Ergebnis. Lasse ich die Umgebung weg, macht das also wieder 0, werden wir also zwar weiße Flächen, aber einen schwarzen Eigenschatten als einen sowohl einen schwarzen Schlagschatten haben. Die Grundhelligkeit wieder dazu. Hält unsere Bereiche so auf, dass man im Rendering dann eben hier auch die Körperkanten der im Eigenschatten liegenden Flächen sieht. Im letzten Teil des Tutorials möchte ich erläutern, wie man verschiedene Kameras einrichtet und sich Render-Settings für verschiedene Ausgabeformate anlegt. Doch zunächst löschen wir mal die Kugel, können das Render-Voreinstellungsfeld auch erstmal schließen, beschriften unsere Datei so um, dass wir sagen Licht Sonnenersatz und erzeugen uns noch ein Nullobjekt, das wir nennen Setting und stecken da unsere Objekte Umgebung, Licht und Lichtziel hinein. Ich lege das immer ganz nach unten. Also das bedeutet, das Dokument-Setting oder das Setup für das Dokument liegt bei mir zu unterst, darüber die Geometrien. Zum Thema der Kameras. Wir haben in Cinema 4D, ähnlich wie wir das mit der virtuellen Lichtquelle gesehen haben, ja eine virtuelle Kamera. Durch die schauen wir die ganze Zeit. Die ist jedoch nicht fixierbar. Das bedeutet, bewege ich mich einmal weg, ist der Blick, den ich vor wenigen Sekunden hatte, im Prinzip verloren. Ich kann natürlich hier sagen, Ansicht rückgängig und dann kann ich mir mühsam hier irgendeinen vorherigen Stand wiederherstellen, aber hat man die Datei gespeichert, sind diese Rückschritte natürlich auch dann verloren. Sodass man natürlich mit tatsächlichen Kameras arbeitet. Klicke ich also auf dieses Kameraobjekt, wird der Blick, den ich soeben habe, als Kamera eingefroren. Wenn ich hier mal zurückzoome, sehe ich dieses Kameraobjekt tatsächlich als physisches Objekt in meiner Szene liegen. Warum schaue ich nicht durch die Kamera durch? Sie ist nicht aktiv. Ja? Hier dieser Anklick-Button macht die Kamera zur aktiven Kamera. Ich zoome also dann in diesen Kamerablick ein und kann den jetzt natürlich auch noch weiter konfigurieren. Ich kann einerseits sagen, dass ich die Brennweite verändern möchte. Das heißt, ich könnte hier ein Teleobjektiv, Entschuldigung, das ist Tele, wählen oder eben ein super krasses Weitwinkel. Ja, irgendwie. Das heißt, ich könnte hier mit meiner Kamera noch viel, viel dichter ran und kriege dann natürlich sehr extrem verzerrte Körperkanten. Diese Optionen gehen erst, wenn ich ein tatsächliches Kameraobjekt habe. Sie sehen auch, dass ich dieses Kameraobjekt sowohl an den Achsen bewegen kann, aber natürlich fürs Drehen
Der Einfachheit halber hier mein Blickdreh nehme und die Kamera dann jeweils angepasst wird. Was ist zu beachten, wenn man mit Kameras arbeitet? Erstmal sieht man, wenn wir uns nah an das Objekt bewegen und vielleicht hier mal an der Perspektive spielen, dass wir nach oben schauen im Blick. Ja? Das heißt, wir bekommen eine Mehrfluchtpunktperspektive. Ja, sobald die Kamera im Winkel, und zwar in diesem hier, geneigt ist, haben wir sogenannte stürzende oder fluchtende Linien. Das heißt, die Senkrechten sind im perspektivischen Bild nicht mehr senkrecht. Diesen Zustand kann ich nur auflösen oder wegbekommen, indem ich hier 0 eintrage. So, jetzt ist es natürlich je nach Objektgröße. Wir sehen hier, die Kamera ist tatsächlich bei 1,70 Meter. Das ist also schon eine hochgewachsene Person angesiedelt. Jetzt verschwindet bei meinem Blick, den ich jetzt habe, der obere Teil aus dem Bild. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mein Format in ein Hochformat umstellen und das Hochformat so lang vergrößern, bis also auch der obere Teil zu sehen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde bedeuten, ich klicke hier auf Rendereinstellungen, sage Ausgabe. Hier ist 800 auf 600 gestellt. Machen wir doch mal die Höhe mit, sagen wir mal, 1400. So, sichtbar sind immer hier so graue Verläufe, die man sich auch noch eigen konfigurieren kann. Das will ich jetzt mal nicht tun. Ich schiebe stattdessen mal das Bild zusammen. Das wäre jetzt also mein ausgewähltes Format, mein ausgewähltes Bildformat. Und es ändert im Prinzip an der Grundsituation nichts, dass nämlich der Horizont immer in Bildmitte ist, wenn der Winkel P gleich 0 ist. Das bedeutet, dass ich hier in dem Fall sehr viel Vordergrund habe. Ich habe zwar auch reichlich Himmel, aber diesen Vordergrund erzeuge ich quasi als Bild mit. Ich kann den natürlich dann wegschneiden, aber das setzt ja auch immer noch mal andere Prozesse voraus. Es ist natürlich viel einfacher und für eine Einstellung ich mache das erstmal wieder rückgängig, um das zweite Verfahren zu erläutern. Viel cleverer ist es, den Filmoffset zu ändern. Das ist dieser Wert. Filmoffset Y kann ich auf minus 10 setzen oder schrittweise durch Klicken hier anpassen und erhalte das Ergebnis, dass die Senkrechten senkrecht bleiben, aber der Horizont sich jetzt verschoben hat. Damit kann ich auf optimale Weise meine Geometriepositionierung und damit Bildaufteilung schon hier in der Perspektiveeinstellung optimal vornehmen. Man wird also diese Schritte, wo sitzt das Objekt, aus welchem Blickwinkel schaue ich das an, wie ist also die Aufteilung im Verhältnis, sag mal, der allgemeinen, sprechen wir mal hier von Bildaufteilung oder Blattaufteilung, das kann man also damit mit dieser Kombination wunderbar tun. Es kann natürlich auch sein, dass man hier nochmal die Drehfunktion wieder nutzt und sagt, ich möchte es eigentlich doch noch mal leicht aus einem anderen Winkel sehen, dann verändert sich hier unten der Winkel natürlich gerne mal und den könnte man ja dann wieder auf Null stellen. Also man wird das so immer so ein bisschen hin und her noch zurechtrücken.
Wenn man diese Kamera eingestellt hat, sollte man sie beschriften. Kamera, nennen wir sie mal Persp 01. Und damit sie nicht verändert werden kann, ja, weil ich, wenn ich die jetzt einmal so gefunden habe und denke, yes, das ist genau der richtige Blick für dieses Objekt. Es geht nämlich schnell, dass man sich hier einfach mal wieder weiter bewegt und sagt, ach, ich habe da noch was zu ändern. Und zack, Kamera verstellt. Dann muss man hoffen, dass man genug Rückschritte hat, um den Zustand wiederherzustellen. Wenn man also diese Position der Kamera schützen will, nimmt man dafür ein sogenanntes Schutztag. Das ist dieses hier. Das wähle ich an. Damit liegt es automatisch auf dem aktiven Objekt. Und jetzt kann ich das nicht mehr. Ja, ich kann jetzt hier mit gedrückter Verschiebe- oder Skalierfunktion diesen Blick der Kamera nicht mehr editieren. Das heißt, ich müsste jetzt hier aus der Kamera raus, mir einen anderen Blick suchen oder einen als Blick einrichten. Machen wir mal alternativ so von hier oben. Ich richte mir das als neue Kamera ein. Die wähle ich an und möchte jetzt mal anstatt einer Zentralperspektive hier eine, sagen wir mal, Isometrie haben. So, angewählt und auch die möchte ich schützen. Mit gedrückter Control-Taste kann ich mir das Schutztag also auch gleich darauf legen und die nenne ich ISO. Ja. Bedeutet, ich habe jetzt also schon zwei Darstellungen angelegt, die ich hier alternativ aufrufen kann und die möchte ich jetzt noch entsprechend in unterschiedlichen Ausgabegrößen als Rendervoreinstellung abspeichern. Damit wäre man dann durch. Gehen wir diese letzten Schritte noch schnell gemeinsam. Ich wähle jetzt erstmal ein Format an. Ich sage, meine Druckausgabegröße soll sein, machen wir mal A1. Das wäre jetzt natürlich riesig für dieses Objekt, aber A1 ist ja für die Endaufgabenstellung am Semesterende die Vorgabe. Und wenn ich dieses Preset gewählt habe, bekomme ich hier die Angabe in Zentimetern bei 300 dpi Druckauflösung. Das ist enorm. Wir sehen hier, das sind also fast 10.000 Pixel mal 7.000 Pixel. Das ist, wie schon erläutert, sehr viel. Ich reduziere das auf 200 und erhalte also meiner Ansicht nach den Maximalwert, also mit 200 dpi auf A1 Größe ist man also mit Sicherheit auf der absolut richtigen Seite. Ja, man könnte das, sollte das mal in den Renderings, wenn sie später andere Verfahren rendern, zu lange dauernd, könnte man das auch noch auf 150 reduzieren, dann ist man so bei 5000 mal 3500 Pixel, das reicht völlig aus, um damit auch ein A1-Blatt in guter Qualität zu bestücken und spart natürlich dann Berechnungszeit für komplexe Bilder, die mit komplexen Schatten und Spiegelungen berechnet werden sollten. So, tragen wir uns das mal, ich lasse mal die 150 hier, tragen wir uns das mal ein. Per Doppelklick kann ich hier also sagen, das ist DIN A1 quer. 150. Okay, bei 150 dpi. Es macht durchaus Sinn, sich diese Settings ordentlich zu beschriften, denn
Man kann sich durchaus viele solche Settings einrichten und nicht immer weiß man noch, was meine Einstellung 3, 4, 5 dann bedeutet. So, als letztes habe ich jetzt hier noch den Dateinamen eingetragen, den die gespeicherte Datei dann bekommen soll. Trägt man hier keinen Speicherpfad ein, den ich jetzt durch Auswahl des entsprechenden Speicherortes hier hinten ja als absoluten Pfad bestimmen könnte, trägt man also hier keinen Speicherpfad ein, dann wird die Datei mit diesem Namen, der Name sollte übrigens immer die Kamera enthalten, diese Datei wird an die Stelle gespeichert, wo auch die Cinema 4D-Datei, die wir hier angelegt haben, gesichert ist. Also in dasselbe Verzeichnis hinein wird dann auch dieses Bild geschrieben. Damit kann ich die Rendereinstellungen schließen und das Bild über den Bildmanager rechnen. So, Sie sehen, das geht jetzt relativ schnell. Wir sehen, dass die Bildgröße jetzt mit fast 5000 mal 3500 Pixeln, dass die diese feinen Linien oder dass die Linien jetzt sehr fein darstellt. Diese Zusammenhänge zwischen Linienstärke, Bildgröße, Konfiguration der Linien, Konfiguration von Linienarten, von Linienfarben, das Anlegen von verdeckt gerenderten Linien, das werde ich in einem zweiten Tutorial zu den tiefen Einstellungen von Sketch and Toon erläutern. Für dieses Tutorial der allgemeinen Dokumenteinrichtung bin ich erstmal fertig und mache aus.